Ja, da sind wir wieder zurück. Ich habe beschlossen, einfach mal hier direkt im Anschluss aufzunehmen. Da muss ich mich nicht immer wieder neu reinfinden. So, hier Marantenreich hat uns natürlich den Krieg erklärt. Müssen wir jetzt aufpassen. Was hat er hier für eine Flotte drin? Schwache. Ich rekrutiere hier einmal eine Miliz. Und dann ist uns das Geld auch schon knapp. 4000 Einnahmen, jo, sieht gut aus. Machen wir die nächste Runde, ja. Läuten wir die nächste Runde ein. So, genau. So. Nein, ich gebe dir doch nicht Karnataka, nur dass wir Frieden haben. Die Schweden regt mich so auf in allen großen Kampagnen. Die kommen immer mit so dummen Vorschlägen. Und wenn man aus Versehen mal auf Annehmen drückt, dann hat man einen riesen Fehler getan. So, was will der militärisches Bündnis? Ja, können wir machen. Ja. Militärisches Bündnis gegen das Marantenreich. Ja, von Norden, nicht von Süden. Ah, okay, ich habe mich schon gewundert, warum die Piraten so lange nichts mehr machen. So. Baue ich hier mal was aus. Was können wir denn hier bauen? Opernhaus. So. Hier, das ist mini klein. Mini Einkommen, aber ich versuche mal hier das zu holen. Das sieht groß aus. Da wird schon was gebaut. Ja, oder vielleicht das ja noch. Ich versuche mal hier eine der großen Provinzen noch zu schnappen von dem, bevor das Mongolreich den endgültig zerstört. Ja, der ist wieder gekommen. Diesmal aber hier ein, ach okay, ja, wegen der Verstärkung. Sieg, und der ist jetzt endlich mal weg. Endlich! Oh, das hat so lange gedauert. So, dann mache ich hier die Armee bereit. Die heile ich dann erstmal noch hier, verstärken. Und dann geht's. Oh. Was will der denn jetzt hier? Ich habe jetzt die Miliz auch mitgenommen, ne? Nämlich die Miliz, die geht nach London zurück, nach Brüssel. Was will der hier mit seinen ganzen Agenten und so hier? Also das hier ist jetzt natürlich ein Problemchen. Da weiß ich nicht, ob die Armee ausreicht. Auch hier, die Armee sind ja richtig reduziert. Hier 49, 40 Mann. Den müssen wir im Auge behalten. Ich stelle den mal in die Nähe der Stadt, damit der da notfalls eingreifen kann. Was haben wir hier drin? Das hier ist ein Italiener und dann noch ein paar Franzosen. Können wir mal den hier. Warte, Forschung steht. Was ist das? Das kenne ich auch noch nicht. Okay. Mach ich mal das hier. Macht er das jetzt? Prozent, also ich denke, es wird jede Runde mehr, glaube ich. Ich weiß nicht. Also das ist jetzt neu. Oh, jetzt kommt er da wieder mit so einem Mini-Trupp. Der regt mich so auf. Und jetzt, was macht die spanische Armee? Da bin ich jetzt gespannt. Angriff auf Verbündete.
Hannover greift Westfalen an. Hannover. Hannover, Westfalen ist natürlich hier direkt nebenan Hannover. Ich weiß nicht, ob ich mit Hannover auch ein Bündnis habe. Ich helfe einfach mal den Westfalen. In dieser Provinz gibt es natürliche Ressourcenvorkommen, die momentan nicht Ja, Uferanlagen ist ausgebeutet werden. erforscht. Sehr schön. Wenn Sie die Dann können wir jetzt auch Kriegsschiffe holen. Oh, Technologie. Diebstahl gescheitert. Oh, okay. Hey. Können wir gleich nochmal versuchen. Aha, Kulturen 16%. Ja, das wäre natürlich höher, aber das haben wir glaube schon. Warte, ich schau erstmal bei uns Forschung. Das haben wir schon alles hier, okay. Dem können wir nicht wirklich was stehlen. Okay. Dann duelliert er sich einfach mal hier gegen den da. Aber leider läuft nicht flüssig, tut mir leid. Oh, das war unfair. Das war jetzt richtig fies. Also, böser Mann. So. Beerdigung, ja. Wir haben verloren. Das war ja echt unfair von dem. Hat er einfach die Knarre ausgepackt. Der Schlawiner. So, was haben wir hier? Ach ja, die Kanonen. Was will der mit einer 1200 Fußartillerie machen? So, Hannover sind wir jetzt im Krieg. Scheiß drauf. Also, ich warte noch, bis hier die Truppen verstärkt wurden, dann marschiere ich los. Und das wäre dann wahrscheinlich eine große Schlacht, die werde ich wahrscheinlich selber ausfechten. Jo, 4000 Einkommen. Hey, Alter. So. Was können wir denn? Ach, können wir jetzt hier ausbauen? Nein, wir brauchen Arbeitsteile. Also das haben wir jetzt. Werften können wir jetzt bauen. Wo können wir denn Werften bauen? In Indien nicht schon mal. Okay. Ach, hier können wir jetzt Werft ausbauen. Okay, mache ich das doch gleich mal hier. Hallo, los. Ja, okay. Und Marinerad können wir bauen. Mach ich auch gleich. Okay. Warum ist der noch nicht geheilt? Ach, der hier. Den lasse ich einfach mal. Okay. Gut, dann rekrutiere ich hier gerade mal noch eine Miliz. Und mit der anderen Armee werde ich dann wieder hoch nach Norden marschieren. Beenden wir mal die Runde. So, was will jetzt der? Wahrscheinlich mach. Ah, jetzt weiß ich glaube auch, was das bedeutet, wenn die dauernd in meine Anlagen da reinlaufen. Habe ich mich immer schon gefragt, was das bringt. Wahrscheinlich versuchen die dann auch,
Forschungen zu stehlen. So, der will meinen Hafen blockieren. Sehe ich das richtig? Jo. Oh ja, was hat denn der hier für eine Riesenflotte? Der kann den mal angreifen. Ein Handelshafen wird von einer gegnerischen Flotte blockiert. Solange die Blockade besteht, können Sie von dort keine Waren in Ihre Heimatprovinz exportieren. Handeln Sie schnell, um die Blockade aufzuheben. Was hat denn hier? What? 1000 so Minischiffchen. Der soll den einfach mal angreifen. So, ich muss gerade schauen, meine Ding gehen wieder runter. Wie sieht es denn jetzt hier mit der Ding aus? Okay. Steuern zulassen? Nee, noch nicht wirklich. Mach ich mal so. Nein! Oh, was habe ich gemacht? Nein! Das wollte ich nicht. Oh, ich wollte auf das Regierungsding hier. Oh Mann. Hoffentlich passiert jetzt nichts Schlimmes. Oh, ich brauche Agenten. Ich brauche neue Agenten. Okay, wo marschiert der hin? Ja, natürlich dahin. Natürlich. Hilfe. Haben wir eine Mauer? Ich glaube, wir hatten hier eine Mauer drauf, ja. Ich speichere mal. Und spiele das mal. Menschen sind verhältnismäßig weise, nicht was ihre Erfahrung, aber was ihre Fähigkeit zur Erfahrung angeht. Jo, klingt logisch. Ja doch, das Schlachtfeld kommt mir nur allzu bekannt vor. So, der hier erstmal alle hier runter. So, das ist die Miliz. Die stelle ich hin. Die Bürger hier hin. Eine Bürgereinheit. Dahin. Eine Bürgereinheit. Dahin. Und die andere Bürgereinheit lasse ich hier mal als Reserve. So, er kommt von da. Okay. Dann schicke ich die hier hoch. Kommt ausschließlich von dort. Okay. So, die schießen kurz. Natürlich. Oh, die Infanterie ist schon gut. Die Duck-Hilly. Die sind eigentlich nicht schlecht. Ich glaube auch die einzigste richtige Infanterie, die das Mongolreich hat. Die haben sonst nur Nahkämpfer und Speerkämpfer und Reiter und Elefanten und was weiß ich. Kamele noch. Ja, ich spule mal ein bisschen vor. Passiert ja doch nichts. Nichts wirklich Spannendes. So, wo haben die denn schon Verluste hier? Ach, die sind schon geschwächt hier. Okay. Das ist natürlich auch ein Vorteil für uns, dass der nicht mit voller Truppenstärke kommt.
Ja, der geht auch in die Kanone. Sehr schön. Aber bis jetzt hat noch keiner gefunden. Was machen wir jetzt? Ach, okay, wir verschießen. Wir fangen an zu schießen. Gut. Einen haben sie getroffen. So, ich glaube, er will von hier kommen. Er will uns umrunden. Da Kanonen. Ach, er hat Kanonen. Er schickt seine Kanoniere in den Nahkampf. Okay. So. Der kommt jetzt hier hoch. Zahlenmäßig bin ich natürlich überlegen, aber ich hätte noch ein bisschen Stärke. Ja, also die Miliz hier dürfte den eigentlich kriegen. Was ist der General? Kann ich nicht abgeben. Die schießen hier hoch. Habe ich schon gesehen. So, 9 hat er nur. 18 kann ich nicht. Rückweisig, ja, das dürften wir gewinnen. Auf der Seite hier bin ich mir nicht sicher. Aber sieht doch gut aus. So, hier 27 gegen 92. Beschleunigt das dann immer noch wieder ein bisschen. Ja, der flieht auch. Sehr schön. Leibgarde des Generals, so 81 gegen 18, ja, das gewinnen wir. Wobei hier sieht es jetzt, was machen die? Das wollen auch den Angriff. Oh, okay, okay. Halt, stopp, ich brauche euch doch.
laufen die jetzt hin? Ach komm. Ach scheiße, der macht die wirklich kalt. Der ist wieder zurückgekehrt, der eine. Oh, ist er tot. Schade. So, 35 gegen 45. Ich brauche die Miliz. Schnell. Da kommt sie. Halt durch. So, die Folge wird wieder ein bisschen länger. So, ja, jetzt dürfte ich es aber schaffen. Ja. Boah, das ist nicht stark im Nahkampf. Ich sehe hier, unsere Milizionäre haben nicht mal hier Bajonette drauf. Waffen die Bürger auch nicht, auch die 30, 28, komm, macht sie kalt. Bitte. Aber ich finde es gut, dass er immer noch weiterkämpft. Er flieht noch nicht. Auch wenn es nur noch 4 Leute sind. Immer noch wankend. Oh, Alter, das kann es doch nicht sein. Die anderen Truppen haben wir doch alle im Nahkampf so kalt gemacht. Und jetzt auf einmal hier sind wir schon 26. Jetzt haben wir noch einen. Jetzt ist unser General tot und wir haben verloren. Warum? Oh. Mist. Gut, jetzt müssen wir natürlich gleich wieder zurück erobern. Wird die Bevölkerung wahrscheinlich nicht so begeistern, aber ist nun mal so. In dieser Provinz sind aufgrund der zu hohen Unzufriedenheit der unteren Klassen Unruhen ausgebrochen. Besänftigen Sie die Bevölkerung durch Steuersenkungen oder entsenden Sie Truppen, um... So. Also als nächstes werde ich dann hier mit der Armee hier das wiederholen und hier den da erst killen. Warum streiken die jetzt hier in Flandern? So. Ja, das war's dann auch erstmal wieder für die Folge. Ich melde mich dann wieder in der nächsten Folge und bis dahin erstmal tschüss.